Willkommen hier im Körperforum heute Abend, liebe Gäste und nicht nur Sie, die hier sitzen, noch mit Abstand und 3G. Ich kann schon mal ankündigen, ab 1. November werden hier unsere Veranstaltungen mit nach den 2G-Regeln sein. Dann können Sie auch näher aneinander sitzen und auf Ihre Maske verzichten. Sondern auch diejenigen, die uns jetzt im Livestream zuschauen bei unserer heutigen Veranstaltung »Der digitalisierte Patient«. Mein Name ist Tatjana König, ich bin im Vorstand der Körperstiftung und freue mich sehr, dass dieses Thema heute zur Diskussion steht. Ich möchte mal mit einem ganz lebensnahen Beispiel anfangen. Ich habe einen 90-jährigen Nachbarn, der extrem rüstig ist und der plötzlich verwirrt war. Er fing an, elektrischen Wasserkocher auf den Gasherd zu stellen, die Flamme anzuzünden und zeigte lauter merkwürdige Verhaltensweisen, sodass seine Frau in Sorge war, er würde jetzt an Alzheimer erkranken oder an einer schweren Demenz leiden. Dann sind sie zum Neurologen gegangen und der hatte dann darum gebeten, mal eine vollständige Liste der Medikamente zu erhalten. Und da stellte sich heraus, dass zwei der Medikamente als Mix eben eine solche Verwirrtheit zur Folge haben können. Das Medikament wurde abgesetzt, ein anderes dafür verschrieben und die Verwirrtheit hörte auf. Das ist ein Beispiel und das kennen Sie vielleicht auch aus der Familie oder von Freunden, wo, sagen wir mal, die Übersicht über die verschriebenen Arzneimittel für jeden behandelnden Arzt eine große Hilfe wäre. Das heißt also, wenn man digital ganz schnell schauen könnte, was nimmt der Patient oder die Patientin zu sich. Und vor diesem Hintergrund und natürlich auch den Erfahrungen, die wir alle in der Corona-Zeit gemacht haben, geht Deutschland dieses Jahr einen großen Schritt voran, hat die elektronische Patientenakte auf den Weg gebracht, auch wenn ich persönlich den Eindruck habe, dass viele Menschen das noch gar nicht so genau wissen. Und geht auch viele andere Schritte in Richtung einer digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Wir stehen aber erst am Beginn einer großen Transformation. Und auch wenn wir vielleicht den Eindruck jetzt haben, ungefähr zu wissen, wo die Reise hingeht, so merken wir doch, der Gesetzgeber hat diese Möglichkeiten geschaffen. Aber am Ende entscheiden Sie und ich, ein jeder von uns, darüber, ob wir zustimmen oder nicht zustimmen, wenn es um sensible Daten geht und was im digitalen Gesundheitssystem dann damit gemacht wird. Und um das entscheiden zu können, um sozusagen als mündige Bürger und Bürgerinnen souverän mit dieser Entscheidung umgehen zu können, müssen wir natürlich auch alle wissen, was bedeutet das eigentlich im Einzelnen, kurzfristig, langfristig, was sind die Vor- und die Nachteile? Und darüber brauchen wir letztlich eine Diskussion, eine Information. Und das ist der Grund, warum wir als Körperstiftung Anfang des Jahres ein sogenanntes Bürger-Delphi gestartet haben. Das heißt, eine über längere Zeit verlaufende Diskussion mit einer kleineren Gruppe von Menschen, von 18 bis 80 ungefähr. Und das wird heute auch noch ein größeres Thema sein, um herauszufinden, was sind die Bedenken, was sind die Hoffnungen, was sind vielleicht auch Befürchtungen, die Menschen haben, wenn es um dieses Thema geht, der digitalisierte Patient. Die Auswertung von Gesundheitsdaten ist etwas, was uns persönlich vielleicht interessiert oder auch eher Sorgen auslöst. Es ist aber natürlich auch etwas, was das Gesundheitssystem, sprich die Ärzteschaft, Krankenhäuser, Versicherungen, ganz, ganz viele Institutionen interessiert und nicht zuletzt auch die Forschung. Also all diejenigen, die versuchen, die medizinische Versorgung für bestimmte Krankheitsbilder zu verbessern. Diejenigen von Ihnen, und ich weiß, einige sind heute dabei, die am Bürger-Delphi auch teilgenommen haben, sowohl hier im Saal, ich kenne Sie jetzt nicht alle persönlich, aber Sie könnten vielleicht mal die Hand heben, dann sehe ich mal, wer das überhaupt ist. Wer hat denn an dem Bürger-Delphi teilgenommen? Ah ja,
2 Personen. Okay, spannend. Und andere werden heute zuschauen. Ich wollte Ihnen aber noch mal ganz, ganz herzlich danken. Deswegen habe ich auch gerade noch mal geguckt, das darf ich nicht vergessen, dass Sie Ihre Zeit in diesen Prozess hineingegeben haben. Denn es ist ja etwas, was Sie praktisch in Ihrer, in Anführungsstrichen, Freizeit auch gemacht haben. Und alles andere als selbstverständlich, aber hilft uns und ich hoffe auch Ihnen im Erkenntnisprozess bei diesem Thema. Ich möchte jetzt zuletzt noch das heutige Podium, unsere Gäste vorstellen, die fachkundig untereinander diskutieren werden, aber dann auch mit Ihnen und auf Ihre Fragen und die, die über den Livestream gestellt werden, eingehen werden. Das ist zum einen der Präsident der Hamburger Ärztekammer und Facharzt für Neurochirurgie am UKE, Dr. Pedram Imami. Herzlich willkommen. Direkt neben ihm sitzend der Wissenschaftsautor und Experte für Bürgerbeteiligung, Dr. Ralf Gröttger. Und hier direkt neben mir der Gesundheitsökonom und wissenschaftliche Direktor des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg, Professor Dr. Jonas Schreyöck. Und last but not least freue ich mich sehr, dass die Journalistin Nicola Kurt uns heute Abend durch diesen Abend führen wird. Danke. Ja, vielen Dank auch von mir. Mein Name ist Nicola Kurt, ich bin Medizinjournalistin und ich freue mich sehr auf diese Runde heute Abend. Wir werden erst ein wenig hier auf dem Podium sprechen und gegen Ende dann aber das Podium auch öffnen. Das heißt, Sie können Fragen stellen, zögern Sie nicht. Wir haben jemanden, der dann auch rumgeht. Corona-konform müssen wir dann nach jeder Frage noch mal kurz das Mikro zurücknehmen. Es wird dann auch gesäubert und dann kann die nächste Frage gestellt werden. Aber trotz des Umstands zögern Sie nicht, stellen Sie dann am Ende Ihre Fragen. Genau. Frau König hat schon so ein bisschen eingeführt, Deutschland steigt jetzt voll ein, das Gesundheitssystem wird digitalisiert, es gibt die elektronische Patientenakte, es gibt Gesundheits-Apps auf Rezept. Ich habe gerade mal nachgeguckt, aktuell sind es 24, die durch die Krankenkassen dann auch bewilligt und erstattet werden, wenn man sie nutzen möchte als Patient. Und eine dritte große Frage, die wir auch heute besprechen wollen, ist natürlich die Datenfreiheit. Das heißt, was passiert mit den Daten, die durch die elektronische Patientenakte dann auch irgendwo rumschwirren zwischen Patient und Arzt und Krankenhaus und was kann man damit tun? Das sind so die drei großen Bereiche, die wir heute besprechen wollen. Bevor wir das machen, möchte ich aber auch noch mal kurz, Frau König hat so ein bisschen gefragt, wer hat bei diesem Bürger-Delphi mitgemacht? Ich würde gerne mal wissen, einfach um mal zu sehen, wie die Lage hier ist an der Kehrwiederspitze. Wer von Ihnen hat eigentlich schon eine elektronische Patientenakte? Okay, das habe ich vermutet. Herr Gröttger kann dann gleich mal erzählen, genau. Wer von Ihnen möchte denn eine elektronische Patientenakte? Okay. Wer sagt auf gar keinen Fall eine Patientenakte? Okay. Ja. Genau, wir werden über die Pro und Cons natürlich jetzt auch sprechen. Dann würde mich abschließend noch interessieren, wer von Ihnen nutzt denn auf dem Handy eine Gesundheits-App? Also Schrittzählen, Laufen, sowas. Okay. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ich würde zu Beginn tatsächlich ein wenig über die elektronische Patientenakte sprechen wollen. Ich habe auch mal nachgeschaut, ich schreibe seit ungefähr 2004 Geschichten und Artikel über medizinische Sachverhalte und meinen ersten Text über die elektronische Patientenakte habe ich tatsächlich 2004 geschrieben. Da war das nämlich ein ganz entferntes Ding, das stand im GKV-Modernisierungsgesetz als ein erster Entwurf, 2004.
Es brauchte also sehr viele Gesundheitsminister und Versuche, um zu dem zu kommen, was wir jetzt haben dieses Jahr. Aber die Frage ist natürlich so richtig, sie ist jetzt irgendwie gelauncht, kann man sagen. Aber was ist das denn mit der Patientenakte? Und das würde ich jetzt gern einmal Herrn Imami fragen. Wie sieht das aus? Also wie haben Sie das gemacht? Müssen jetzt alle Ärzte schon alles gekauft haben? Was brauchen die, um dann überhaupt damit zu arbeiten? Wie sind die Probleme? Also erzählen Sie einfach mal. Ja, es ist Pflicht in der Tat und bald wird es kommen, soll es kommen, aber genauso wie Sie fragen, so bildet sich auch die Realität ab. Auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen wissen noch nicht so ganz genau, was es sein soll und wie man was bekommt und wie man es vor allem hinbekommt. Es gibt ein paar technische Grundlagen dafür, die schon seit geraumer Zeit eigentlich vorhanden sind, die manchmal besser und manchmal schlechter funktionieren, zum Beispiel das System, das zur Verfügung steht zur Datenübertragung, die Telematikinfrastruktur, die gibt es ja nicht seit gestern. Nichtsdestotrotz hören wir relativ häufig immer noch, dass es mit der Übertragung dieser Daten an den Schnittstellen zu den einzelnen Praxen zum Beispiel hapert und nicht funktioniert. Man keinen Zugriff auf die Daten hat, man die nicht abrufen kann, man nicht einspeisen kann und dergleichen. Was jetzt konkret die elektronische Patientenakte betrifft, so ist es so, die Hoheit liegt ja bei den Betroffenen. Das sind ja nicht immer Patientinnen und Patienten, sondern Menschen, die einen Arzt oder eine Ärztin besuchen. Und solange die nichts haben, kann natürlich mein Kollegium auch nichts an Daten da eingeben, das befüllen. Theoretisch soll es ja so sein, dass gerade die Hausärztinnen und Hausärzte in erster Linie, die ja sozusagen den engeren Kontakt immer mit den Menschen pflegen, auch die ersten Daten da eingeben, was für uns ja in der Praxis bedeutet, wir müssen erstmal unsere Systeme durchforsten, gucken, was relevant ist und in welcher Form wir das übertragen, in diese neue Form, die standardisiert mehr oder weniger vorgegeben wird. Dafür brauchen wir Manpower, dafür brauchen wir Zeit, dann müssen wir dafür sorgen, dass auch richtig passiert, weil wenn wir dann anfangen, etwas einzugeben, was da nicht funktioniert, aufgrund von Flüchtigkeitsfehlern oder wie auch immer gearteten Fehlern, dann hat ein Mensch möglicherweise für eine lange Zeit mit diesen Problemen zu kämpfen. Das bedeutet, um es vielleicht etwas überspitzt zu sagen, die Endverbraucherinnen und Verbraucher, das sind dann Sie und ich auf der einen Seite als potenzielle Patientinnen und Patienten, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen, diejenigen, die nahezu die entscheidende Leistungserbringung zu verantworten haben und zu vollbringen haben, so dass es in der praktischen Umsetzung natürlich auch nicht immer einfach ist, weil ich bin in erster Linie Mediziner, das bedeutet, technisch bewandert bin ich nicht, wenn ich nicht weiterkomme, verzweifle ich schon an meinem einfachen Rechner mit dem Mailprogramm, wie soll es denn mit solchen hochrelevanten Dingen zugehen, die andere Leute auch noch betreffen, nicht mal mich selber. Und ähnlich verhält es sich natürlich auch mit den anderen Anwenderinnen und Anwendern. Also als Beispiel hatte ich ja schon meine Mutter ja an vielen anderen Stellen gebracht, die über 70 ist und ein paar chronische Erkrankungen hat. Ich glaube, sie wäre komplett überfordert, wenn zum Beispiel da ein Fehler passiert und das in der Praxis keinem auffällt. Sie würde den Fehler auch nicht entdecken können. Also das sind so die vielfältigen Dinge, die jetzt in der Startphase so ein bisschen im Raum stehen und dadurch, dass wir noch nicht viele haben, die so eine EPA, eine elektronische Patientenakte zu ihrem Hausarzt oder zur Hausärztin bringen und sagen, geben Sie mal was ein, ist der Erfahrungswert zurzeit auch klein. Das trägt aber natürlich auch bei, dass die Verunsicherung noch größer ist, weil ja, man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Sie sagen Verunsicherung und technische Schwierigkeiten, aber wie erleben Sie so die Grundstimmung? Also sagen die Patienten, super, ich will so ein Ding haben, dann muss ich nicht mehr meine Akten durch die Gegend schleppen, wenn ich das nächste Mal, oder also ist da so eine Begehrlichkeit da, dass die Ärzte auch das Gefühl haben, wir müssen jetzt ganz schnell auch sehen, dass wir das irgendwie an den Start bringen? Ich glaube, das ist sehr durchwachsen. Das ist auch sehr abhängig davon, wie weit die Menschen sozusagen im gesundheitspolitischen Tagesgeschehen drin sind oder nicht. Also ich bin Neurochirurg, ich habe zugegebenermaßen ein sehr spezielles Spektrum an Patientinnen und Patienten, die ich sehe. Aber die Nachfrage kommt zum Beispiel bei mir so gut wie gar nicht. Und auch diejenigen, die wissen, dass ich dieses Hobby noch habe als Kammerpräsident nebenher, die kommen auch nicht auf die Idee, mich danach zu fragen.
Will damit sagen, das Bewusstsein dafür ist noch nicht so in der breiten Masse scheinbar angekommen, so wie ich das zumindest wahrnehme. Und auf der anderen Seite, auf der Seite des Kollegiums, ist so, alle wissen, sie müssen es irgendwie machen. Aber was konkret auf Sie zukommt, wissen tatsächlich einige auch nicht. Sie müssen ja als Kammerpräsident, also in Ihrem Hobby, dann ja auch irgendwie beide Seiten vertreten. Also die EPA hat Vor- und Nachteile. Was würden Sie oder was erzählen Sie den Ärzten? Wo sehen Sie die Vorteile? Wo sehen Sie in Anführungszeichen Nachteile, wo aufgepasst werden muss? Ich würde es ganz nüchtern sehen. Das ist erstmal ein Instrument, genauso wie ein Messer. Ist ein Messer was Gutes oder was Schlechtes? Ich kann damit Brot schneiden oder ich kann jemandem damit Leid zufügen. Dafür kann das Messer erstmal nichts, sondern die Frage ist, wie ich als Anwender mit dem Messer umgehe. Genauso verhält sich das auch mit digitalen Anwendungen. Die Frage ist, wie anwenderfreundlich sind Sie oder im Vergleich mit dem Messer, wie gefährlich sind Sie und was fange ich dann damit tatsächlich als User an. Insofern würde ich das ganz neutral sagen, es ist eine andere Arbeitsweise. Es birgt natürlich Gefahren, das ist uns schon klar, in vielerlei Hinsicht. Das sagen wir auch oft genug seit Jahren. Gerade wir Ärzte sind ja groß darin, immer vorher anzukündigen, was da schieflaufen kann. Aber eins muss einem klar sein, und das habe ich tatsächlich auch heute wieder in meiner Sprechstunde erfahren. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein neues Bild, das sollen Sie sich mal angucken und das sollen Sie bewerten, ist es natürlich für mich einfacher, wenn ich sagen kann, ich kann dieses Bild neben ein anderes stellen, was 2 Jahre älter ist und das vergleichen und sagen, wie war es vorher, wie war es jetzt. Nach dem alten Modell, so zu der Zeit, als ich angefangen habe, Anfang der Nullerjahre, war es so, da kommen die Leute mit einem kleinen Koffer, mit diesen großen Platten an Röntgen- und MRT-Bildern mit und ich musste erst mal sortieren und gucken, was ist was und wann ist wann gemacht worden und wie ist das, und da war natürlich auch die Gefahr, dass Dinge untergehen. So hätte ich, wenn es gut umgesetzt wird, die Möglichkeit, einen Zugriff zu haben auf alle patientenrelevanten Daten, die es gibt, in einem überschaubaren Zeitrahmen, damit ich mir als Ärztin oder Arzt auch ein Bild machen kann, was hat der Mensch, was hat er an Vorerkrankungen, was hat er für Begleiterkrankungen, wie ist diese von mir zu behandelnde Erkrankung im Verlauf zu bewerten. Und das erhöht die Sicherheit in der Behandlung, das sollte das Handling vereinfachen, wenn das gut gemacht ist. Und das dient natürlich am Ende, und das ist das wichtigste und oberste Ziel, der Patientensicherheit. Der Herr Grottke nickt immer schon. Ich würde gerne mal zu Ihnen switchen mit den Fragen. Sie haben ja das Bürger Delphi begleitet und haben sozusagen auch die Pros und Cons mit den Teilnehmern besprochen. Und wenn ich das richtig lese, dann sind die Teilnehmer ja eigentlich sehr positiv eingestellt, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens im Großen und Ganzen betrifft. Aber es gibt ja doch auch Befürchtungen, zum Beispiel was den Missbrauch anbelangt von Daten, die auf der elektronischen Patientenakte dann gespeichert sind. Wie haben Sie die Diskussion erlebt und was würden Sie auch sagen? Was sind so die großen Knackpunkte noch? Also ich glaube, das Erste, was man nochmal vielleicht deutlich sagen sollte, ist, das, was wir im Moment haben, ist ja nur so eine Vorversion der Patientenakte. Ja? Da ist ja nicht viel mehr drauf, als ich auch auf dem Stick drauf tun kann. Da kann ich meinen Impfausweis oder irgendwie relativ vordefinierte Sets von Dokumenten drauf tun. Und ehrlich gesagt, richtig den Unterschied zu einem Stick sehe ich im Moment noch nicht. So, das heißt, man kann jetzt einsteigen, man kann sich entscheiden, das jetzt schon zu nutzen, aber einen hohen Anreiz sehe ich jetzt nicht, für mich als Patient das zu nutzen. Und unsere Diskussionen waren tatsächlich auch, die haben sich mehr um eine etwas avanciertere Form dieser Patientenakte gedreht. Da ging es eher darum, was kann man noch alles damit machen und was für Möglichkeiten, was für Risiken haben wir, wenn jetzt große Mengen von Daten auf dieser Akte sind. Und wir haben jetzt diese Beispiele, man kann sicherlich eine Liste von Medikamenten da ablegen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine gesamten Behandlungsdaten da drauf sind, dann brauchst du ja auch eine Infrastruktur oder jedenfalls Programm, die man das lesen kann zum Beispiel. Das sind ja noch Riesenschritte, die vor uns liegen. Also das vielleicht vorweg, wir sind noch gar nicht da, wo es hingeht. Erstmal nach diesen vielen Jahren, seit 2004 oder länger geplant, ist diese Version, die wir jetzt haben und die mit sehr, sehr vorsichtigen Ausbauschritten ja in die Zukunft geplant ist, bis glaube ich 2023, ist ja nur so ein ganz kleines Ding. Und das, wo es am Ende darauf hinlaufen soll, ist ja tatsächlich, dass man all das, was bei allen, was der einzelne Patient rumliegen hat, bei den Arztpraxen verstreut, dass das alles in der Cloud ist.
und zwar nicht nur irgendwie, sondern auch zugänglich ist. Ausgewertet werden kann auf die verschiedenste Art und Weise. Das ist die Vision am Ende, auf die es hinausläuft. Und es gibt einen Aspekt, der relativ stark betont wurde, und zwar als eine Chance. Und das ist die Autonomie des Patienten, dass der Patient, die Patientin sehen kann genau, aha, was ist da passiert, und es rückverfolgen kann. Und das ist zum Beispiel, und das wäre ein starker Anreiz, so eine Karte zu nutzen. Da die Karte das aber noch nicht leistet, ist sozusagen, wie gesagt, der Anreiz, die Karte zu nutzen, noch nicht so groß. Das ist eine große Chance, die gesehen wird. Ist so. Ein zweites großes Thema, was wir hatten, war, ob vielleicht die medizinische Versorgung besser wird, ob vielleicht Doppeluntersuchungen vermieden werden, ob vielleicht Fehler in der Diagnose vermieden werden. Und da hatten wir so ein sehr gespaltenes Urteil. Wir hatten viele auch Anekdoten, Geschichten in diesem Report, vielleicht können wir die noch mal ein bisschen zeigen nachher, wo Teilnehmer aus unserem Kreis erzählt haben eben von Geschichten, von Anekdoten, wo man mit so einer Akte vielleicht früher aufmerksam geworden wäre auf Probleme. Es gab aber auch die Befürchtung zum Beispiel, dass wenn schon mal ein Urteil gefestigt ist und wenn die Kollegen schon mal lesen, was haben die anderen Ärzte diagnostiziert, dass es dann ein Vorurteil gibt und dass sie sich vielleicht nicht mehr die Mühe machen, das noch mal neu, den Fall noch mal neu aufzumachen. Es gab die verbreitete Meinung, dass die Ärzte gar nicht die Zeit haben, das alles zu lesen, weil wenn da eine große Menge von Informationen ist, dann steigt man da nicht mehr leicht durch. Und das ist eine Sache, die ich jetzt im Nachhinein auch tatsächlich auch bestätigt oder nochmal gespiegelt bekommen habe von auch jetzt so von Berichten von Ärzten aus den USA. Es gab vor 2018, habe ich heute zufällig gelesen, so einen Artikel im New Yorker, das heißt, Why Doctors Hate Their Computers, wo viele Ärzte auch erzählen und auch genau das erzählen von einem tollen neuen Computersystem, was sie aber komplett überfordert hat, weil sie am Ende zu viel Informationen hatten, wo sie nicht mehr mit klarkamen. Mhm. Also mit Blick auf den gleichen Sachverhalt, nämlich dass die Ärzte besser sich informieren können, gab es relativ verschiedene Einschätzungen. Mal so, mal so. Und da denke ich, hängt es, wenn ich jetzt als Patient denke, ist das, glaube ich, was, wo ich sehr überlegen würde, auch vielleicht, wo würde es mir helfen, wo nicht. Bei den vielen verschiedenen Tabletten wird es helfen, bei anderen Fällen vielleicht ist man vielleicht was zurückhaltender. Die Risiken. Mhm. Risiko 1 vielleicht ist diese Vorurteile. Risiko 2 sind natürlich ganz prominent die ganzen Datenschutzrisiken. Da waren wir relativ nicht uneinig, aber es gibt, glaube ich, ein klares Bild davon, was passieren kann alles. Es gibt so solche Szenarien, wie dass irgendwie Daten kommen in die falsche Hände. Es gibt Identitätsdiebstahl. Der Arbeitnehmer könnte vielleicht die Daten in die Hände kriegen. Es gibt vielleicht Erpressung. Und wo wir uns aber nicht so sicher waren, war in der Einschätzung, wie realistisch sind solche Szenarien. Und inzwischen wissen wir, dass dieser Fall zum Beispiel Erpressung ist was tatsächlich passiert. Also Leute, auch in Deutschland ist es schon vorgekommen jetzt, dass Arztpraxen, Patienten erpresst wurden, aufgrund von, ja, weil sich jemand Zugriff verschafft hat zu sensiblen Daten, die mit psychischen Krankheiten zu tun hatten. Bei so anderen Sachen waren sich auch die Teilnehmer von unserem Bürgerdelphi nicht so einig darüber, wie wahrscheinlich ist, dass das zum Beispiel ein Arbeitgeber mit illegal verschafften Daten irgendwas macht, was nicht ganz okay ist. Also sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass Akteure, große Akteure, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, was Illegales machen? Da waren nicht alle so überzeugt, dass das wirklich ein Risiko ist. Und das, glaube ich, ist eine Sache, wo wir wenig darüber wissen. Wir wissen wenig darüber, über die Schadenspotenziale, was alles passieren könnte, was man womit anstellen kann. Wir wissen nicht letztendlich, was für kleine Sachen vielleicht in Arztberichten drin sind. Und das ist ein großer Quell der Ungewissheit.
Dann würde ich den Quell ein bisschen weitertragen zu Herrn Schreyöck. Sie haben jetzt eine sehr undankbare Aufgabe, weil Sie jetzt so die gesammelten Pros und Cons von mir so ein bisschen vor die Füße geworfen bekommen. Im Sinne von, Herr Schreyöck hat als Mitglied des Sachverständigenrats Gesundheit ein Gutachten, im März war es, glaube ich, diesen Jahres, auch an Herrn Spahn übergeben, wo der Sachverständigenrat eben die Begutachtung, wie kann man das machen und wie ist das, soll man das Gesundheitssystem digitalisieren? Und das Gutachten ist sehr, sehr positiv, also sehr nach vorne gerichtet, finde ich. Also empfiehlt wirklich die Digitalisierung und die Patientenakte und Zugriff auf die Forschungsdaten und eigentlich so alles nach vorne, ganz progressiv, nach gefühlt 20 Jahren irgendwie Stop and Go. Also sehr nach vorne und da würde mich auch interessieren, wie waren die Reaktionen und wenn Sie dann auch diese Bedenken hören, Herr Schreyöck, was entgegnen Sie dann? Ja, genau, also das Zweite ist natürlich sehr, da müssen wir natürlich sehr weit ausholen, aber also zunächst mal die Reaktionen auf das Gutachten im Sachverständigenrat waren, also bis auf wenige Ausnahmen, tatsächlich überragend positiv. Wir legen ja viele Gutachten vor und wir haben noch nie so viele Zuschriften bekommen wie bei diesem Gutachten. Das heißt, das ist tatsächlich sehr emotional, bewegt viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch Leute in Fachkreisen. Und das war sehr positiv. Ich muss sagen, dass ich das Bürger-Delphi, was Sie jetzt hier machen, super finde. Denn das ist genau das, was wir eigentlich noch benötigen. Bisher ist ja diese Diskussion um Digitalisierung im Gesundheitswesen findet ja primär in Fachkreisen statt. Und das ist natürlich auch deshalb so, weil es natürlich in vielen Details so komplex ist, so kompliziert ist, dass es oft ganz schwierig zu erklären ist. Wobei ich immer sage, wir müssen das stärker erklären. Und da haben wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als Verbandsfunktionärinnen und Funktionäre, aber auch als Politikerinnen und Politiker unsere Aufgabe noch nicht gemacht. Wir haben den Bürgern, das sieht man ja auch ganz gut bei Ihnen im Bürger-Delphi, wir haben den Bürgerinnen und Bürgern noch nicht dargestellt, worin eigentlich der Nutzen besteht. Und das ist natürlich auch was wir benötigen. Und das ist natürlich auch etwas Abstraktes, weil wir haben die noch nicht, die elektronische Patientenakte. Sie hatten es gerade gesagt, das ist ja nur eine sehr rudimentäre Version. Man kann sich das noch nicht so richtig vorstellen. Andere Länder haben das natürlich längst. Ich habe schon vor 15 Jahren in den USA mit wirklich standardisierten elektronischen Patientenakten gearbeitet, zu denen man übrigens so direkt Zugriff hat. Das heißt, die Zustimmung ist nicht mal notwendig. Und das ist schon sehr weitgehend natürlich und als Forscher hervorragend. Damit kann man Dinge machen, das kann man sich natürlich so gar nicht vorstellen, wenn diese Akte hier noch gar nicht da ist. Also oder zum Beispiel haben wir mit dem Sachverständigenrat sind wir nach Dänemark gefahren, haben uns das angeschaut. Dort ist die elektronische Patientenakte ja schon seit Jahren eingeführt. Das fängt schon an, wenn Sie zum Beispiel mit einem Schlaganfall abgeholt werden vom RTW, dann können die dort, die Rettungssanitäter, per Fingerabdruck direkt ihre Patientenakte aufrufen. Jetzt dürfen die natürlich deutlich mehr machen als hier ein Rettungssanitäter, die Paramedics. Dürfen teilweise agieren fast wie ein Arzt, sagen wir mal, ein bisschen überspitzt jetzt. Das heißt, da kann man natürlich ganz viele Dinge schon unternehmen oder ganz schnell entscheiden, in welches Krankenhaus müssen Sie. Das heißt, man kann so relativ schön verdeutlichen, wie man tatsächlich auf ganz leichte Art und Weise Leben retten kann mit der elektronischen Patientenakte. Aber auch, das wurde auch schon genannt, bei Arzneimitteln, das ist natürlich der klassische Fall. Da gibt es natürlich, ist natürlich sehr komplex mit Interaktionen zwischen den Arzneimitteln, ja, dass sich die Gabe von bestimmten Arzneimitteln gegenseitig ausschließt und das dann zu Nebenwirkungen führt. Und da hat man natürlich eine deutlich bessere Übersicht, weil man muss sich vorstellen, es ist ja nicht so, dass die meisten Deutschen jetzt bei ein oder zwei Ärzten sind, sondern gerade wir Deutschen sind bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ärzten, das sieht man auch in den Krankenkassendaten sehr schön, oftmals also bei 5 bis 10 Ärzten, ne, wenn man eben mehrere Erkrankungen hat. Und das dann zusammenzubringen, ist natürlich für die Patientinnen und Patienten schon eine große Herausforderung, immer dann mit den Zetteln rumzugehen. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sagen muss, das ist ein großer Vorteil der elektronischen Patientenakte. Jetzt könnte man natürlich noch, aber auch gerade bei der, also das ist jetzt die praktische Nutzung, aber
Es gibt natürlich auch noch einen weiteren Nutzen, und zwar Nutzen für die Forschung. Und da haben wir aus meiner Sicht auch noch nicht die Aufgaben in Deutschland gemacht. Da müssen wir viel, viel stärker noch darauf hinweisen, was der Nutzen ist. Also, um es mal ganz schnell zu sagen, in der Pandemie, wir säßen hier gar nicht, wenn es nicht die elektronische Patientenakte gäbe und wenn wir nicht in England, USA und Israel schon längst so weit wären, dass man die Daten von Krankenkassen mit der elektronischen Patientenakte, mit Electronic Patient Records aus Krankenhäusern, das heißt den Patientendaten aus Krankenhäusern, verlinken könnte. Wir wüssten gar nicht, dass die Impfung gegen die Delta-Variante hilft. Wir säßen hier alle nicht wahrscheinlich. Das muss man sich vor Augen halten. Und derzeit ist es so, dass dieser Fortschritt, der generiert wird, gerade während der Pandemie, der ist gewaltig gewesen durch diese Daten. Und zudem haben wir in Deutschland nicht so sehr ist noch diplomatisch ausgedrückt, eigentlich gar nicht beigetragen. Also natürlich, ich will jetzt nicht, also es wird immer BioNTech herausgestellt, das ist eine andere Dimension jetzt, die haben in der Laborforschung, die herausragend, natürlich. Und die sind auch aus der deutschen Forschungsgemeinschaft heraus entstanden und das war sozusagen ein Unternehmen, was daraus ausgegründet wurde. Also das ist natürlich ein tolles Beispiel, aber die Dinge, die jetzt, viele andere Dinge, die eben beforscht wurden und auf die dann zu politischen Entscheidungen geführt haben, das sind überwiegend Studien, die aus den USA, Israel und England kommen und das sind überwiegend solche, die eben auf solchen Daten basierten. Und das muss man sich vorstellen, wir sind eigentlich Trittbrettfahrer in Deutschland. Und das ist natürlich auch eine ethische Frage. Wollen wir das weiterhin sein? Wollen wir zum Fortschritt, zu dieser Form des Fortschritts beitragen? Oder wollen wir weiterhin uns zurücknehmen und sagen, naja, wir lassen die anderen mal machen, aber profitieren wollen wir dann schon davon? Also das ist nur eine von vielen Fragen, die aus meiner Sicht dafür sprechen, stärker diese Daten zu öffnen für die Forschung. Und man muss sich immer vor Augen halten, so wie es jetzt ist, dass man jeweils also mehrere Opt-ins hintereinander hat und dann zum Schluss sagt, ich möchte diese Daten auch für Forschung freigeben. Das wird natürlich zu einer wahnsinnig lückenhaften elektronischen Patientenakte insgesamt in Deutschland führen und für die Forschung keinen Nutzen haben. Ne? Denn das ist sozusagen ein Systemeffekt. Sie brauchen eigentlich, um wirklich das für die Forschung gut nutzen zu können, brauchen Sie eigentlich die elektronischen Patientenakten von allen Deutschen. Ja? Oder zumindest von der Mehrheit. Weil sonst haben Sie diesen Effekt nicht dieser Daten. Sonst sehen Sie zum Beispiel nicht, wie auch zum Beispiel gutes Beispiel, Herzmuskelentzündungen, die zuerst in Israel aufgrund der BioNTech-Impfung, die zuerst in Israel gesehen wurden und dann in den USA übrigens, gerade auf Basis solcher Daten in mehreren Bundesländern. Dafür brauchen Sie eine große Zahl. Das reicht nicht, wenn wir da ein paar Datenspenden haben an dieser Stelle. Also das nur mal als, aber wir müssen eben, wir können das nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger machen. Wir müssen natürlich die Bürgerinnen und Bürger überzeugen und dann natürlich auch die Parlamentarier. Und die Parlamentarier bilden ja die Bevölkerung ab, das sollen sie ja idealerweise auch. Und derzeit ist das so wie es bei Ihnen auch rauskommt in dem Bürger-Delphi, dass das eben in viele dieser Fragen, die ich gerade erörtert habe, gespalten ist. Also man kann nicht sagen, dass die Deutschen jetzt dagegen wären, aber sie sind auch nicht jetzt so wirklich dafür. Vielen Dank. Ich muss noch einmal einhaken. Sie haben gegen Ende erwähnt, wo es dann darum ging, eben, dass wir als Deutsche nicht allzu viel zu dieser aktuellen Forschung beitragen, weil wir eben nicht die ganzen Daten sozusagen schon da haben im Vergleich zu Israel oder den USA. Und da haben Sie diesen Begriff des Opt-in erwähnt. Was ist das und warum haben wir das nicht und warum sollten wir es haben? Ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, so eine EPA zugänglich zu machen für die Bevölkerung. Die eine Variante ist das sogenannte Opt-in, das, was wir jetzt haben und also vor allen Dingen ab dem 1.1., wenn alle Krankenkassen verpflichtet sind, das anzubieten, dann kann man als Bürgerin oder Bürger sagen, ich möchte diese elektronische Patientenakte haben. Und dann, das ist aber ein relativ komplizierter Prozess. Man muss zuerst sagen, ich möchte die anlegen. Dann muss man sagen, für was eigentlich, wer für wen und soll es für Forschung freigegeben werden. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge muss man hintereinander anlegen. Das ist Opt-in. Das Gegenteil ist das Opt-out. Das, was die meisten Länder machen, muss man sagen. Das heißt, es wird einfach angelegt bei Geburt und man kann dann
das abwählen, wenn man möchte, und sagen, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Aber das ist deutlich administrativ deutlich leichter zu bewerkstelligen. Ja, und das ist eben eine, das ist natürlich eine Frage, die zum Beispiel auch im Deutschen Bundestag intensiv diskutiert wurde. Und da muss man eben sagen, auch aus Sicht der Forschung ist natürlich Opt-out die deutlich bessere Lösung. Also Opt-in wird aller Voraussicht nach nicht zu einer guten, breiten Partizipation führen. Und ja gut, man könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, natürlich zur informationeller Selbstbestimmung. Da wissen wir, dass die auch bei Opt-out deutlich besser gegeben ist, denn man weiß oft noch gar nicht, was man nachher an Informationen benötigt. Das ist so ähnlich wie mit der Rentenversicherung. Man weiß, am Anfang des Lebens denkt man sich auch, warum soll ich eigentlich für Rente einzahlen? Und nachher denkt man sich, ach gut, dass ich für Rente eingezahlt habe. Man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das hat natürlich auch ein bisschen was Paternalistisches, ja, dass man sagt als Staat, ich weiß gut für dich, Bürger, was gut ist für dich. Aber das ist eben eine schwierige Abwägungsfrage. Der Herr Grötke hat schon sich gemeldet, weil ich weiß aus dem Vorgespräch, er hat sich nämlich um eine elektronische Patientenakte bemüht und hat auch mit dem Opt-in ganz schön zu tun gehabt. Das wollte ich gar nicht sagen. Ne? Aber vielleicht noch mal, das muss man vielleicht noch mal genauer sagen. Diese Möglichkeit Opt-in, Opt-out, Zuspruch oder Widerspruch betrifft ein Szenario, was wir in Deutschland ja erst in vielen Jahren erst kriegen. Also wenn man jetzt diese Akte hat, das ist nur in der Cloud. Und dann ist es eben vorgesehen, viele Jahre später, dass wir uns entscheiden können, diese Daten für die Forschung freizugeben. Und dann war jetzt der Vorschlag von sagen, können Sie schon jetzt freigeben, demnächst? Also ich kann das auf meine Aktie noch nicht. Nee, jetzt noch nicht, aber demnächst. 2023, genau. Also jetzt dauert noch ein bisschen. So, und dann ist die Überlegung eben, ob man das nicht vielleicht besser anders machen sollte, ob man das nicht vielleicht die Standardeinstellung so machen sollte, dass die Daten alle für die Forschung frei sind. Und das hatten wir auch gefragt in dem Bürger-Delphi. Und das Interessante war aber, wir haben dann die Antworten bekommen, die Leute wollten das eher nicht, das hat uns jetzt nicht so erstaunt, aber wir haben auch dann gefragt, warum nicht. Und wir dachten auch, wie Sie, klar, wenn das sozusagen Standardeinstellung ist, dass die Daten für die Forschung freigegeben sind, dann machen das auch mehr Leute. So, und aber jetzt, so, unsere Teilnehmer waren sich da gar nicht so einig. Die haben dann zum Beispiel die Vermutung aufgestellt, naja, es gibt vielleicht eine gewisse Trägheit, von daher, ja gut, da ist vielleicht diese Opt-out-Lösung vielleicht vorteilhafter, was die Datenmenge betrifft, aber sie weckt vielleicht auch den Widerspruchsgeist. So, ja? Es gab noch mehrere andere Überlegungen, warum das vielleicht gar nicht so ist. Es gab ein sehr gespaltenes Bild. Und der Frage, sagen würde ich jetzt gerne wissen wir das, dass in Deutschland so eine Opt-out-Lösung am Ende mehr Daten erzeugen würde, oder ist das eine Vermutung? Naja, bisher, wir können es ja noch nicht wissen, weil Sie ja gerade zu Recht gesagt haben, wir können ja noch gar nicht für Opt-out votieren, im Hier und Jetzt zumindest, deswegen können wir es ja gar nicht wissen. Aber aus anderen Ländern wissen wir natürlich, dass die Opt-out-Lösung tatsächlich zu einer starken Verbreitung führt, also zum Beispiel Dänemark. Ne? Und dass das schon zu einer Situation führt, in der man die Forschung, in der man die Daten der IPA gut nutzen kann für die Forschung. Frankreich zum Beispiel hat zunächst ein Opt-in, genauso wie wir in Deutschland, geplant. Das haben dann nur gut 1 Million überhaupt genutzt, ja, über Jahre. Das heißt, im Grunde die elektronische Patientenakte in Frankreich ist gescheitert. Und man hat jetzt ein Opt-out eingeführt. Und schon jetzt geht es relativ schnell nach oben. Aber ich kann Ihnen die Frage so noch nicht eindeutig beantworten, weil man müsste jetzt wirklich ein System sehen wie Frankreich zum Beispiel, die vorher ein Opt-in hatten und dann direkt ein Opt-out. Also in 2 Jahren kann man die Frage sicherlich ziemlich eindeutig beantworten. Aber die Systeme, die ein Opt-out haben, die haben damit eben sehr gute Erfahrungen gemacht. Herr Imami, Sie sind für Opt-out oder irgendwie, Sie wollen was loswerden? Ja, also ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage. Wir haben diese Diskussion Opt-in oder Opt-out in einem anderen Bereich vor kurzer Zeit ja eigentlich auch geführt, bei der Frage der Transplantation. Sie erinnern sich, da ging es um die Frage, ist es automatisch so, dass ich dann Spender oder Spenderin bin, bis auf Widerruf, oder ist es so, wie es jetzt ist, richtig, nämlich, dass ich erstmal eine Zustimmung ausdrücklich erteilen muss mit einem Organspendeausweis oder auf unterschiedliche andere Arten auch. Und ich glaube, dass wir die Diskussion in Deutschland immer so führen, dass wir sagen,
und das fand ich interessant, Ihre Frage, können Sie denn beweisen, dass es besser ist, wenn man ein Opt-out-Modell einführt? Ich könnte ja im Gegenzug führen, da wir beides noch nicht haben, könnte ich fragen, wer behauptet denn, dass es schlechter ist? Und das ist beim Ausprobieren von neuen Methoden, neuen Techniken natürlich berechtigt, dass man Fragen stellt und skeptisch ist. Aber ich glaube, dass es ein Stück weit uns die letzten Jahre auch daran gehindert hat, dass wir überhaupt was Neues ausprobieren konnten, weil wir immer erst mal geguckt haben, sag mal, kann es denn sein, dass es nicht funktioniert? Und ich kann nochmal auf das Beispiel mit dem Messer zurückkommen. Nicht das Messer ist das Problem, sondern die Intention, die wir hinter der Verwendung haben. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und auch um in Analogie zum Beispiel des Messers nochmal zurückzukommen, wir müssen uns tatsächlich auch fragen, was wollen wir mit dem Messer, was erreichen wir? Das führt so ein bisschen von dem jetzigen Thema vielleicht weg, aber eins müssen wir uns auch klar machen, um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Wenn wir glauben, auf der anderen Seite, dass wir die digitale Patientenakte einführen, damit wir plötzlich alle Probleme im Gesundheitswesen damit lösen, da liegen wir komplett falsch damit. Wir werden uns möglicherweise sogar neue Probleme damit einkaufen, das muss uns auch klar sein. Die Frage ist, wie gehen wir das an, wie setzen wir das um und wofür nutzen wir das? Und einen entscheidenden Punkt haben Sie zu Recht genannt. Wenn wir dann glauben, wenn wir die EPA haben, wird meine Frau Doktor und mein Herr Doktor dann in Zukunft statt 35 Minuten Zeit haben, um mit mir zu sprechen. Da liegen wir total falsch damit. Die digitalen Prozesse sind nicht dafür da, oder die Digitalisierung, was auch immer sie sein mag, um sozusagen das grundlegend alles zu bessern und aufzuhübschen, wovon wir die letzten Jahre der Meinung waren, dass es in unserem Gesundheitswesen nicht gut gelaufen ist. Sondern das ist erstmal ein Arbeitsmittel. Und die Frage ist, schaffen wir es zeitgleich mit der Einführung eines neuen Arbeitsmittels, unsere bisherigen Prozesse dahinter so in Frage zu stellen, dass wir im Zuge dieses Prozesses auch bei unserem Alltag, in unserem alltäglichen Handeln und in der Interaktion mit den Betroffenen und untereinander alles so aufhübschen, dass es dann besser wird oder nicht. Aber das Mittel selbst wird uns das nicht ermöglichen, wenn wir die Abläufe dahinter nicht in Frage stellen. Also da warne ich davor, auch völlig falsche Hoffnungen damit zu verbinden, dass wir durch die Digitalisierung plötzlich ein neues Arzt-Patienten-Verhältnis haben oder die rosa Welt haben, in der viel, viel mehr Zeit für uns alle da ist in diesem System. Ich befürchte, dass sogar in der Anfangszeit das eher mit dem Problem einhergeht, dass wir so beschäftigt sind mit der Technik, wenn wir es so in Salamitechnik machen, wie wir es jetzt gerade machen, dass wir eher weniger Zeit haben für das, was wir eigentlich machen sollen, nämlich für das Verhältnis Arzt-Patient, als es bis jetzt der Fall ist. Sie sagten auch, Herr Imami, dass das auch so ein bisschen typisch deutsch ist, dass viele Dinge erstmal so in Frage gestellt werden, hoch und runter diskutiert werden. Und ein Thema, was ja gerade auch im Bereich Digitalisierung, Gesundheitssystem dann immer auch sehr weit oben auf der Agenda steht, ist natürlich der Datenschutz. Also wo einfach die Angst vor dem Missbrauch sehr groß ist und das auch ein breites Thema ist. Und Herr Schreyock, ich erinnere mich, dass Sie gesagt haben, eigentlich ist das nicht das Problem, weil wir ein sehr, sehr gutes Schutzsystem haben und das Problem sind eher die Strukturen. Das würde ja auch ein bisschen zu dem passen, was Herr Imami jetzt gerade gesagt hat. Ja, ich würde unterscheiden zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Also vom Datenschutz her sind die Dinge, die wir jetzt diskutiert haben, Opt-in, Opt-out und so weiter, unproblematisch. Und das wird oftmals in der Öffentlichkeit verkannt. Wir verkeilen uns oft in der Öffentlichkeit in Deutschland zu sehr mit datenschutzgesetzlichen Dingen. Ja? Und das, wie wir sehen ja in anderen EU-Ländern, die haben ja alle das gleiche Gesetz, die Datenschutzgrundverordnung, dass sowas geht. Also das geht im Grunde alles. Die Frage ist, ob wir als Bürgerinnen und Bürger das wollen. Das ist aus meiner Sicht die Kernfrage. Deswegen finde ich das auch so wichtig mit dem Bürger Delphi, dass man dem eben noch näher kommt. Und wir müssen eben dafür werben. Aber zurückzukommen zum Datenschutz und Datensicherheit. Also bei Datenschutz kann man sagen, das kann man sehr gut machen. Also dass der Datenschutz da gewahrt ist, das sollte kein Problem sein. Bei der Datensicherheit ist das so, man kann niemals hundertprozentige Datensicherheit versprechen. Also das muss man vollkommen klar machen. Das kann man nie. Das kann man nicht bei einem Bankkonto. Das kann man nirgendwo im Leben.
Ich war neulich in einem Krankenhaus bei einem Kollegen, habe ich ihn besucht, da sah ich auf dem Weg auf der Intensivstation, wie die ganzen Akten da standen, der Raum war leer, also ich hätte da locker reingehen können und mir Arme voll die Akten nehmen können. Da dachte ich mir, Mensch, ja, so ist das mit der Datensicherheit. Und ähnlich ist das auch mit der Datensicherheit in der Cloud. Das kann man nicht garantieren, das muss man ganz ehrlich sagen. Das wäre nicht ehrlich, wenn man da sagen würde, das würde niemals zu einem Problem führen. Und wir wissen ja auch zum Beispiel aus Finnland, Finnland hat übrigens ein ganz tolles System eigentlich sonst und auch zum Beispiel forschungsfreundliche Nutzung von Daten und so weiter. Aber da hat es ja eben eine Problematik gegeben mit so einem Datenleak und das wurde dann schnell wieder eingefangen. Und Finnland hat ein vorbildliches System, also das zeigt, man kann nie vollständige Sicherheit versprechen. Also jetzt aus unserem Bürgerdelphi-Kreis war Datensicherheit jetzt gar nicht in Bezug auf die Forschungsdaten das Problem, was gesehen wurde. Die Leute waren relativ bereit, auch für Industrieforschung Daten abzugeben, zu spenden. Allerdings wollten sie ein bisschen genauer darüber bestimmen, wer das am Ende bekommt. Also es gab schon die Idee, dass die Unternehmen, die davon dann Daten profitieren, die sollten gemeinnützig sein. Oder es sollten eben bestimmte Akteure, die sich nicht gut verhalten, ausgeschlossen werden. Jemand sagte zum Beispiel, ja, das und das Unternehmen, das sich nicht so verhält mit was weiß ich, mit Patenten zum Beispiel, dem möchte ich meine Daten nicht geben. Und ich glaube auch, dass, was Sie eben gesagt haben, Sie müssen dafür mehr werben. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Also unsere Leute haben sich sehr intensiv damit befasst. Ich glaube, sie müssen da mehr zuhören. Sie müssen mehr fragen, was möchten die Leute? Was gibt es für Wünsche von Bürgerinnen, wie sie mit ihren Daten umgehen? Ich glaube, das wäre der wichtige Weg. Fragen, zuhören, rausfinden, nicht werben. Darf ich darauf antworten? Ja, unbedingt. Das stellt man sich natürlich so einfach vor, wie Sie das gesagt haben. Das heißt, ich selektiere das Unternehmen, für das ich diese Daten spenden möchte. So einfach ist das natürlich leider nicht, weil das würde zu so einer hohen Komplexität führen, dass sie diese Daten nicht mehr zur Verfügung stellen könnten. Denn es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie händisch ein paar Daten zusammensammeln und dann sagen, ach ja, die Daten von denen und denen, die haben sich gewünscht, das stellen wir Pfizer zur Verfügung, die und denen. Leider so funktioniert das natürlich nicht, das ist vollkommen klar. Das heißt, so kann es nicht gehen. Wie Finnland das zum Beispiel macht, ist, dass es eben eine staatliche Stelle gibt. Dort werden die Daten aus verschiedenen Bereichen projektbezogen, ad hoc zusammengezogen. Die lagern nicht alle dort physisch, sondern die werden projektbezogen zusammengezogen. Und dort entscheidet eine staatliche Stelle, die in der verschiedene Wissenschaftler im Board sitzen, aber übrigens auch Patientenvertreter, wie mit diesen Daten umgegangen wird bei Forschungsanträgen. Da wird eben dann gesagt, zum Beispiel, dass kommerzielle Forschungsinteressenten, Unternehmen für Forschungsprojekte, die werden dann durchaus eben anders behandelt, wenn die Risiken dort auch höher sind, als jetzt zum Beispiel ein staatliches Forschungsinstitut, das diese Daten auswertet. Und also die kriegen dann zum Beispiel ein anderes Datenniveau zur Verfügung gestellt. Die einen kriegen dann die Daten auf tatsächlich, die sehen jeden, natürlich anonymisiert, jeden Patientin und jeden Patient. Und dann zum Beispiel das Unternehmen sieht dann nicht jede Patientin und jeden Patient, sondern nur, sagen wir mal, insgesamt 10 immer zusammengezogen zu einem Durchschnitt. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und das ist so ähnlich ist das auch in Israel. Das ist eigentlich das Verfahren, was im Grunde praktikabel ist. Also das sind wichtige und interessante Aspekte. Und eins muss man traditionell auch sehen. Wir haben in Deutschland gerade im Gesundheitsbereich, wenn wir von der Pharmaforschung mal absehen, eine recht starke Basis universitärer Forschung. Und selbst vieles, was später im Bereich der Pharmabranche dann zur Anwendung kommt, hat den Ursprung auch im öffentlichen Sektor, nämlich an den Universitäten. Das ist traditionell hier sehr stark. Das ist in Ländern wie in den USA anders, wo auch das Universitäre selbst sehr stark aus dem privaten Sektor herausfinanziert wird. Das haben wir natürlich
zum Teil auch zu Recht in den letzten Jahren gerade deswegen bemängelt, weil der universitäre oder der akademische Apparat bei uns sehr behäbig ist und auch nicht immer mit den Mitteln ausgestattet ist, die wünschenswert wären, um die Forschung auf diesem, in diesem Kompartiment sozusagen zu fördern und nach vorne zu bringen, sodass auch in Deutschland in den letzten Jahren natürlich die Forschung im privaten Bereich, im privaten Sektor weiter im Kommen ist. Das bringt zwei Aspekte mit sich. Das eine ist, dass natürlich die Skepsis deswegen steigt, weil viele Leute denken, dass eine Forschung möglicherweise an Überhand gewinnen kann, was eher von ökonomischen oder privaten Interessen getrieben ist und nicht eher im Sinne der Öffentlichkeit betrieben wird, so wie wir das vielleicht, ich sag mal, etwas pathetisch im universitären Bereich eher so zum Wohl der Öffentlichkeit betreiben würden. So, lange Vorspann, um dann auf den Punkt zu kommen. Die Überlegung wäre doch eigentlich spannend, jetzt aus dem, hatte ich ganz spontan gerade nach dem, was Sie da geschildert haben, wenn wir sagen würden, mit gewissen Verpflichtungen verbunden, ob man das nicht so macht, dass die Daten eher für den universitären Bereich, für die Forschung, deutlich leichter und unkomplizierter zugänglich wären, weil wir auch in unserem universitären Tun ja bestimmten Dingen unterlegen sind, was in der Industrie ja nicht so immer ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Damit haben wir zwei Dinge. Einmal haben wir möglicherweise die Vorbehalte so ein bisschen aus dem Weg, weil wir sagen, das ist nicht industriegetriggert, sondern das dient rein der universitären Forschung, aus der aber potenziell Dinge für die Forschung, für die praktische Anwendung in der Industrie entwickelt werden können. Damit haben wir automatisch die Hürde dann wiederum für den privaten Sektor angehoben. Und dann haben wir damit auch das Tun und das Treiben der Universitäten wieder etwas gestärkt, wo wir viele, viele kluge Köpfe haben, jetzt schon, die aber gerade aus finanziellen Gründen und weil sie keinen Zugang haben ohne weiteres zu Daten, so sich ein bisschen ja, eingeschränkt fühlen in dem, was sie wissenschaftlich tun können. Wenn ich kurz einen Punkt vielleicht am Ende einbringen darf als Beispiel. Wir versuchen von der Gesellschaft für Neurochirurgie seit etwa 4-5 Jahren, eine Datenbank aufzubauen für Schädelhirnverletzte, was bei uns, weil ich selbst in dieser Kommission mit drin sitze, in Hamburg schlicht am Datenschutz scheitert. Wir können das hier in Hamburg nicht implementieren. Es gibt ein paar Bundesländer, die das machen, so holpernd und ein bisschen, aber wir kriegen es in Hamburg tatsächlich nicht hin. Und das ist genau Butter und Brot für uns, damit wir daraus ableiten können, wie ist die primäre Versorgung von Menschen mit Verletzungen am Kopf und was können wir in dieser Behandlung der Leute optimieren. Das ist etwas, was direkt den Menschen zugutekommt. Das kriegen wir nicht, weil uns die Datenschutzbestimmungen das nicht ermöglichen, aus einer Sorge heraus, die ich wiederum in meiner Forschungstätigkeit nicht nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass im privaten Sektor es heute schon möglich ist, anhand ihrer Klicks in den sozialen Medien, und zwar zu den Themen, die möglicherweise nicht mal direkt was mit ihrem Gesundheitsverhalten zu tun haben aus ihrer Sicht, dass sie aus diesen Daten ein viel genaueres Profil über ihre ihr Gesundheitsumfeld herstellen können, als ich das als Forscher möglicherweise machen könnte. Da hat keiner Bedenken, weil keiner mitkriegt, dass sowas heute möglich ist. Und das ist auch datenschutzrechtlich alles total einfach machbar und möglich, weil wenn Sie zum Beispiel bei, wenn ich das so nennen darf, Facebook oder anderen sozialen Medien reingehen, bei jedem Pop-up-Fenster sagen, ja, okay, mache ich, macht mal, kriegt ihr die Daten. Und dann sehen Sie ein Würstchen, machen Sie Klick positiv, Daumen hoch, dann sehen Sie einen Grillsteak, dann machen Sie einen Daumen hoch und dann bei irgendeinem Film, bei einem Streamingdienst machen Sie auch Daumen hoch. Daraus schließt das Unternehmen, aha, das ist ein Couch-Potato, der sitzt immer zu Hause, macht keinen Sport und ernährt sich ungesund. Also hat möglicherweise ein Risikoprofil für kardiovaskuläre Krankheiten. So, und das ist etwas, was ich nicht erheben kann als Wissenschaftler, was aber Facebook schon längst vor mir weiß. Also wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass war lange Vorrede, gebe ich zu, das ist ja auch ein Punkt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das, was wir versuchen wollen mit dem, was Herr Schreyöck zu schildern versucht, ist, wieder vor die Ereignisse zu kommen, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sagen, wir stellen uns vor die Industrie, weil wir einen Zugriff haben in der Zukunft auf Daten, die sehr, sehr wichtig sind, um
auf eine anständige Art und Weise und auf eine ehrliche Art und Weise mit ihrer Zustimmung zu Erkenntnissen zu kommen, die möglicherweise aus dem Bereich der Privatwirtschaft, aus einer ganz anderen Überlegung heraus, heute leider schon eingeholt werden. Insofern eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Also Herr Imami macht jetzt hier schon mit den Dingen, die man mit der elektronischen Patientenakte dann machen kann und mit der Forschung schon seine eigenen Projekte, sage ich mal, und entwickelt Ideen, wie man damit arbeiten kann. Und das wäre so meine Frage auch nochmal an Herrn Schreierk. Sie haben ja auch so ein paar Dinge gesagt, die in anderen Ländern besser sind, die bei uns jetzt vielleicht so ja, angelegt sind, gedanklich in den Strukturen. Was müsste denn jetzt passieren? Also wer müsste jetzt, um aus der EPA dann endlich mal irgendwie was Funktionierendes zu machen, was tun? Also klar, das eine ist Bürger auch mehr informieren oder aufklären, werben dafür. Aber es geht wahrscheinlich vor allen Dingen jetzt auch mal an die Politik, die jetzt gefragt ist, oder? Naja, ich glaube, es sind alle gefragt an dieser Stelle. Also wir sind klar in der Politik. Die Politik muss das weiter vorantreiben. Das ist vollkommen klar. Der Anfang ist jetzt gemacht, aber das muss natürlich jetzt weiter begleitet werden. Und es ist natürlich nicht nur die elektronische Patientenakte. Wir haben jetzt gesehen, zum Beispiel wir haben ja gar kein richtiges Impfregister in Deutschland, weil wir keinen sogenannten Unique Identifier haben. Das heißt, wir können gar nicht die Daten von den Krankenkassen zusammenführen mit den Daten, die beim Paul-Ehrlich-Institut zu Impfnebenwirkungen gesammelt wurden. Die können wir ja gar nicht zusammenführen. Das heißt, auch jetzt gerade in der aktuellen Debatte um Impfung wäre das ein starker Case. Könnte man die Bürgerinnen und Bürger meines Erachtens deutlich besser überzeugen, wenn man auch aus Deutschland eben Daten hätte, mit denen man wirklich zeigen können, was passiert denn mit den Leuten, die geimpft sind und mit den Leuten, die nicht geimpft sind. Das können wir so nicht in Deutschland. Ja, das ist ein Drama. Und das können natürlich andere, ja, auch hier kommen die Daten wieder aus USA, Israel und so weiter. Warum? Das ist nicht etwa, weil wir schlechte Daten haben. Ganz im Gegenteil übrigens. Ich habe schon mit vielen Daten international gearbeitet. Ich würde sogar behaupten, die Daten in Deutschland sind wahrscheinlich die besten, die es so gibt. Also mir sind noch keine besseren untergekommen. Ich mache viele Projekte zu EU-Projekte, arbeite auch viel mit Daten aus anderen Ländern. Die deutschen Daten sind in der Regel die besten, das muss man ganz klar sagen. Uns fehlen entscheidende Informationen, die dann zu verlinken und so. Und darum muss sich jetzt Politik kümmern als nächstes, dass wir eben in der Lage sind, verschiedene Datenquellen zu verlinken. Das brauchen wir für ganz viele Anwendungsbereiche in der Medizin und darüber hinaus. Und das ist tatsächlich so, in allen medizinischen Bereichen sagen Leute, dass das ein großes Problem ist. Also, aber nicht nur Politikerinnen und Politiker sind gefragt, sondern auch wir. Also ich bin bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der Pandemiekommission und ich stelle immer wieder fest, wir Wissenschaftler müssen das eben noch auch besser kommunizieren. Und das, finde ich, sieht man gut in dem Bürger Delphi bei Ihnen, dass diejenigen, die sagen, sie sehen den Nutzen, die haben eben auch eine höhere Bereitschaft, zum Beispiel zum Opt-out. Das sieht man ja. Doch, das kaum, habe ich sehr schwach. Aber ich habe es gelesen, das sehe ich ja ganz gut in der Grafik. Gucken wir uns mal an. Sagen wir eine höhere, ja, aber nicht alle, die vom Nutzen stark überzeugt sind, wählen auch die Opt-out-Lösung. Genau. Es gibt sozusagen nicht so eine starke Korrelation. Aber ich würde gerne noch etwas anderes, das stimmt. Dieses ganze Thema mit sozusagen auch Datenschutz, Datensicherheit, unsere Datenvorbehalte. Auf der einen Seite ist das ja, da haben wir alle Angst vor, ja, der Datenschutz, weil der ist kompliziert und da kommen auch die Juristen und wir müssen uns denen beugen und wir verstehen es auch nicht so ganz. Und gleichzeitig wissen wir aber auch nicht genau, was ist das konkrete Schadenspotenzial. Und ich wollte morgen meinen Zahnarzt und habe dann eben auch gefragt, könnte er mir seine Daten überspielen, also meine Daten. Und er meinte so, ja, gute Frage, er konnte mir doch immer schon. So, und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten und dann meinte er dann, ja, aber vielleicht wollen Sie das gar nicht, dass andere Ärzte die Daten sehen. Weil allein schon, wenn bei einer professionellen Zahnreinigung, kann es sein, dass vielleicht das Zahnfleisch stärker blutet, bei einer Frau zum Beispiel, die dann sagt, sie hat Regelbeschwerden oder sie hatte gerade eine Abtreibung hinter sich oder sowas. All solche Sachen können dann reinkommen, die werden aufgenommen. Und wenn die einmal mit aufgenommen sind, dann kann man die auch nicht nachträglich wieder rausmachen. Und dann meinte er, naja, und vielleicht hat die jetzt schon zwei Abtreibungen hinter sich und hinterher möchte sie aber eine künstliche Befruchtung haben oder sowas. Es war jedenfalls so ein kleines Fenster, wo man merkt, als Patient überschaue ich vielleicht gar nicht, was da alles drinsteht und in was für anderen Kontexten das relevant ist. Wo ich mir auch dachte, okay, wenn das so ist,
dann ist es doch im Zweifel so, dass ich die Daten lieber auf dem Stick bei mir halte und sehr genau überlege, wem ich was gebe. Weil einfach die Fälle, wo Daten doch vielleicht sensibel sein können und wo ich einen Nachteil haben kann, sind doch vielleicht größer, als ich denke, und ich durchschaue sie nicht so ganz. Und wir haben auch in diese Richtung, haben wir auch beim Bürgerdefi gefragt. Und wir haben dann, letztendlich haben wir sowas gemacht, sowas Ähnliches, was wir sonst so im Computerbereich so Hacker machen. Ja? Wir haben uns überlegt, wir haben so ein Gedankenspiel gemacht, gesagt, jetzt sind Sie mal, sind Sie jetzt eine Bande von Kriminellen, überlegen uns mal, was könnten wir alles jetzt mit den Daten anstellen. Und es gab dann so ein Szenario, dass zum Beispiel, dass wenn man jetzt, wenn jetzt so ein Hacker Zugriff hätte zum Beispiel auf Patienten, die sagen wir mal, Implantat haben, die zum Beispiel, was war das sozusagen, nicht ein Implantat. Herzklappe. Pacemaker. Herzklappe. Ja, genau, sozusagen. Und dann könnte man ja die Firma erpressen, weil man könnte gucken, ob man das sozusagen die Patienten, wenn man die ausfindig macht, könnte man das Gerät sagen, das von außen steuern oder könnte das andere und so die Firma erpressen. Herzschrecken. Und das war nur so ein kleines Ding, wo ich mir dachte, eigentlich wäre das doch total spannend, auch um dieses komische, abstrakte Ding, Datenschutz und Datensicherheit, ja, wo man letztendlich, man malt sich alles aus, was passieren kann, und man weiß weder, wie wahrscheinlich das ist, noch was es gibt an Schadensfällen. Ja. Fände ich es total interessant, dass man vielleicht auch mal, ja nicht systematisch, eher mit Kreativität zu untersuchen und zu gucken, was sind das, wofür müssen wir uns eigentlich fürchten? Weil wir wissen es eigentlich, ich habe das Gefühl, wir wissen es nicht genau, wofür wir uns fürchten müssen in echt, außer vor den Juristen. Also, ich würde es ein bisschen komplizierter machen. Ich glaube, es gibt, wenn wir sprechen von Datenschutz, das ist für uns ein moderner Begriff. In der altmodischen Form kennen wir das ja schon als Ärzteschaft. Das nennt sich die ärztliche Schweigepflicht. Das heißt, und das empfinden wir im Alltag als besonders strange, weil wir immer sagen, naja, was denken die Leute, was ich mit Daten anfange, wenn ich die denn in die Hände bekomme? Das heißt, auch für uns ist diese Gefahr zum Teil sehr abstrakt, wenn es unser eigenes Handeln betrifft. Oder um es andersrum zu drehen, für den konkreten Fall, den Sie genannt haben. Sie haben natürlich recht, dass die Betroffenen nicht immer abschätzen können, welche Relevanz, welche medizinischen Informationen haben. Das kann aber im Zweifelsfall auch bedeuten, dass wenn ich zum Arzt gehe oder zur Ärztin, dass ich eine Information unterschlage, weil ich denke, es wird schon nicht wichtig sein, was aber für die Behandlung wichtig ist. Ich nenne ein ganz konkretes Beispiel. Das ist so krass, dass man sagt, das kann eigentlich so nicht sein, aber das ist die Realität. Patient kommt zur Behandlung einer Bandscheibenerkrankung zu uns. Ich frage nach Vorerkrankungen. Der Mensch sagt zu mir, ach, nichts Besonderes, ich nehme nur ein paar Blutdrucktabletten und sonst eigentlich nichts. Und wie das ein guter Arzt macht, sage ich, ich würde Sie gerne untersuchen, also machen Sie bitte den Oberkörper frei. Und dann beim nackten Oberkörper stelle ich fest, der Mensch hat eine Narbe, die vom Hals im Prinzip bis zum Bauchnabel geht. Und ich frage, sind Sie schon mal voroperiert worden, sagt er. Ach so, ja, habe ich vergessen zu sagen, ich habe eine künstliche Herzklappe und ich nehme noch Blutverdünner. Das ist natürlich eine Information, die für mich relevant ist. Das ist so ein bisschen anekdotisch, aber wenn Sie zum Beispiel das in Kombination mit der Situation bedenken, dass vieles möglicherweise in Zukunft auch telemedizinisch passiert. Das heißt, da sitzt jemand am anderen Ende des Bildschirms, der mit Ihnen im Dialog steht zu einem Krankheitsbild. Wenn ich dann als Patient nicht abschätzen kann, was wichtig ist und was unwichtig ist und der Mensch am anderen Ende auch nicht den körperlichen Zugriff zu mir hat. Wie komme ich dann an die Information, die für mich relevant ist, um das abzuschätzen, wenn der Patient sagt, ach, das gebe ich nicht frei, weil das wird schon nicht brauchen. So, das ist nur die Kehrseite dieser Medaille. Wer entscheidet darüber, was relevant ist für die Behandlung? Es sind viele Wenns und Abers und was könnte passieren. Und das geht ja in Teilen auch dann so ein bisschen schon Richtung, dass man fast sagen könnte, wir machen da einen Kriminalroman daraus. Also wenn man so kreativ dann weiterdenkt, ich weiß nicht, wie kann man das auflösen, Herr Schreyock? Naja, also zu den Risiken, das ist ja jetzt nicht so geheimnisvoll. Andere Länder haben diese längst, wir sind ja weit hinterher diesbezüglich. Und deswegen können wir natürlich auf die Erfahrungen der anderen Länder zurückgreifen. Also ich habe schon vor 22 Jahren übrigens in meiner Diplomarbeit, die ich über Taiwan geschrieben habe, da hatte Taiwan die elektronische Patientenakte schon eingeführt, im Übrigen, ja, und konnte schon auf die ersten Erfahrungen zurückblicken. Und damals hat man schon gesagt,
Naja, also wir müssen vor allen Dingen bei den psychiatrischen Diagnosen aufpassen. Und da ist natürlich ein Löschungsrecht besonders wichtig. So, und aus den Gründen, die Sie auch gerade geschildert hatten. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, jetzt wie Herr Mami zum Beispiel, die sagen, naja, aber Moment, für bestimmte Erkrankungen ist das natürlich auch wichtig, dass ein anderer Arzt jetzt weiß, dass der Patient oder die Patientin eine psychiatrische Diagnose hat. Also das ist eine ganz schwierige Abwägungsfrage, aber oftmals entscheiden diese Systeme sich dann für ein Löschungsrecht natürlich. Also die meisten Systeme, die ich kenne, haben so ein Löschungsrecht und das gibt es ja hier dann auch. Und in Dänemark zum Beispiel wurde das auch sehr stark diskutiert bei solchen Diagnosen, weil eben viele Angst hatten, dass der Arbeitgeber dann irgendwie, obwohl er eigentlich keine Möglichkeit hat, Zugriff drauf zu haben, aber dass dem Arbeitgeber eben diese Daten dann, wenn es doch mal ein Leak gibt, in die Hände fallen. Und deswegen hat man eben in Dänemark auch so ein, dort ist es so, die Daten werden nicht gelöscht, sondern die werden geblacklined, also werden sozusagen geschwärzt. Das heißt, man kann diese Daten nicht sehen, aber man kann sie, falls die Patientin oder der Patient das wünscht, eben reaktivieren. Sie sind nicht komplett weg. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Lösung. Aber sie sind natürlich dann weiterhin im System. Und aber nur können nur zentral wieder aktiviert werden. Das heißt, dafür gibt es, also für all diese Dinge gibt es schon Lösungen und andere Länder können auf diese Erfahrungen schon zurückgreifen. Das heißt, gerade bei den Risiken würde ich sagen, da müssen wir eben auch noch stärker aufklären. Und wie Sie schon gerade angeregt haben, man müsste mal auch so ein Review machen aus anderen Ländern. Sowas kenne ich auch nicht. Ich kenne nur einzelne Berichte immer. Welche Erfahrungen wurden eigentlich gemacht? Und was gab es für Risiken? Und wie wurden denen begegnet, diese Risiken? Also das ist das, was ich meinte, auch mit stärker dafür werben. Wir müssen natürlich jetzt, ähnlich wie wir das bei den Impfungen gemacht haben, in eine nächste Phase eintreten. Wenn jetzt die EPA scharf geschaltet wird, dann müssen wir in eine nächste Phase eintreten und stärker informieren und auch viel detaillierter informieren, dass man sich das auch plastischer vorstellen kann, was das eigentlich für mich selbst bedeutet. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich denken, wir könnten jetzt, wenn Sie Fragen haben, gerne mal die Fragen sozusagen von Ihnen hören und hier oben dann auf dem Podium auch besprechen. Wer was fragen möchte, den würde ich bitten, dass er sich kurz meldet und hier gibt es eine nette Kollegin, die dann zu Ihnen kommt und das Mikro unter die Nase hält. Genau. Genau, ich glaube, ich schaue mal gerade, 1, 2. Genau, dann machen wir doch direkt hier vorne und dann hier vorne sind auch 2 Fragen. Nur hier vorne der Herr mit dem. Ja, das tut mir leid, dass ich jetzt als Kritiker gleich als Erster drankomme. Das ist wunderbar. Das wäre vielleicht besser gewesen, wenn ein Befürworter erst spricht. Mein Name ist Dietrich, ich komme aus München. Ich beschäftige mich schon seit mehr als 20 Jahren mit elektronischer Datenerfassung, Datenauswertung, Datenbanken. Also ich bin sicherlich niemand, der etwas gegen Datenerfassung hat. Aber ich finde, in der Diskussion geht es ein bisschen durcheinander hier. Das eine ist ein Idealfall. Also wir haben alle Daten zugänglich, der Patient kann darauf zugreifen, der Arzt kann darauf zugreifen, es kostet keine Zeit, es kostet kein Geld und alles ist toll. Und das andere ist dann die elektronische Patientenakte, wie wir sie im Moment da haben. Nur 2 Beispiele dazu. Herr Inami sagt, das ist doch toll, wenn wir 2 Bilder nebeneinander legen können und gucken, wie die Bilder zusammenpassen. Die jetzige EPA kann kein DICOM-Format. Das heißt, es ist überhaupt nicht möglich, was Sie da im Moment wollen. Das jetzige Format hat nur 25 Megabyte, was Sie speichern können. Das heißt, Sie können nicht mal ein Langzeit-EKG speichern. Das heißt, es sind so viele Sachen, die da noch fehlen, dass man jetzt darüber redet, was in 2, 3 Jahren ist, ist eigentlich eine Illusion, sondern man sollte jetzt mal das, was da ist, verbessern. Der andere Fall ist das mit den Medikamenten, dass man endlich mal sieht, dass Medikamente Nebenwirkungen haben. Wir haben seit 5 Jahren haben wir das Recht jedes Patienten, dass er einen Medikationsplan bekommt von seinem Arzt. Dieser Medikationsplan kann auch elektronisch ausgefüllt werden. Er muss nicht schriftlich ausgefüllt werden. Das heißt, dafür brauchen wir überhaupt keine Patientenakte, sondern das muss nur eben das System, was da ist, muss mal vernünftig genutzt werden. Wobei
Das sage ich jetzt nur als Nebensatz. Manchmal ist es auch ganz günstig, wenn ich einen Medikationsplan schriftlich habe, also handschriftlich und nicht elektronisch, weil wenn ich im Nachtdienst zum Beispiel irgendwo hinkomme, ein Patient liegt da, ich habe kein Lesegerät dabei, dann nützt mir eine elektronische Patientenakte oder eine elektronische Gesundheitskarte überhaupt nichts. Aber es würde mir was nützen, wenn ich aus seiner Tasche irgendwie einen Ausweis ziehe, wo ich sehe, er ist Schrittmacherträger, er ist Diabetiker, er hat eine Allergie oder so. Also ich bin auch ein bisschen dafür, dass analog auch einiges geht in der Medizin. Vielleicht noch der letzte Punkt, Herr Schreyack, zu Ihnen. Sie sind ja sehr, oder überhaupt der, Ihr Gutachten ist ja extrem freundlich gegenüber der elektronischen Datenerfassung. Sie haben auch jetzt wieder für ein Opt-out-Modell votiert. Wobei, was mir fehlt in den 400 Seiten, ist das Gutachten etwa lang, aber es ist kein einziges Beispiel dafür, wo es mal wieder etwas genützt hätte. Es wird immer Israel gesagt, es wird England gesagt, aber das sind Länder, die haben halt ein sehr gutes öffentliches Gesundheitswesen, die haben eine weitaus bessere epidemiologische Forschungsgrundlage, als wir sie haben. Unser öffentliches Gesundheitswesen ist völlig am Boden, das haben wir jetzt ja gesehen. Von daher haben wir keine Daten. Das hat also nichts mit der elektronischen Patientenakte dort zu tun, sondern einfach mit dem besser ausgestalteten Gesundheitswesen. Und da denke ich, man sollte erst einmal vorsichtig sein und erst einmal versuchen, wie geht das eigentlich in kleinem Maßstab das machen, bevor man jetzt daran geht, Daten freizugeben, Opt-out-Modell zu machen. Wobei vielleicht der letzte Punkt dabei, wenn wir von Daten reden, dann tun wir immer so oder Sie tun so, als seien das alles so relevante Daten. Schauen Sie sich doch mal an, wie eine Praxis heutzutage Daten dokumentiert. Das sind Abrechnungsdaten, das sind Ziffern, die Sie bringen. Und die Ziffern, die wir abrechnen, haben häufig nichts mit der wirklichen Patientensituation zu tun, sondern das ist EBM, das ist KOE, das sind Zwänge, die von der KV sind, aber nicht unbedingt beschreiben die das wirkliche, den wirklichen Patientenzustand. Und von daher meine ich, dass wenn wir von Daten reden, sollte man erstmal über die Qualität der Daten reden. Und wenn Sie Garbage in haben, dann haben Sie auch Garbage out. Das heißt, Sie müssten erst einmal beweisen, dass mit den Daten, die heute erfasst werden in der Medizin, dass irgendetwas Sinnvolles, Epidemiologisches dabei rauskommen könnte. Und das fehlt mir in Ihrem Gutachten. Sie sind völlig unkritisch und sagen, ja, das muss sein, Opt-out und so. Und das, okay. Da denke ich, sollte man etwas kritischer vorgehen. Okay. Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange rede. Ja, genau, aber jetzt müssen wir nämlich, machen wir erst einen Sprung, weil die ersten beiden Punkte, die Sie hatten, gingen ja eher in Richtung Herrn Imami. Das heißt, er würde das beantworten und dann Herr Schreyack. Und vielleicht nur eine Bitte, dass Sie nicht ganz so viele Fragen auf einmal stellen. Und so wichtig und gut das ist, aber das kriegen wir mit der Diskussion dann irgendwie nicht so ganz gut hin. Dann hat man nachher dann so einen wichtigen Punkt, den Sie angebracht haben, nachher sonst wieder vergessen. Das wäre blöd. Aber Herr Imami. Ja. Erstmal schön, dass Sie hier sind, Herr Dietrich, und freut mich, dass ich trotz Mundschutz erkannt habe, für mein Gedächtnis. Ich teile in Strecken Ihre Kritik, aber gerade aus dieser Kritik heraus sehe ich die Notwendigkeit drin, dass wir als Ärzteschaft auch genau das formulieren, was ich am Anfang sagte, nämlich wie wollen wir es denn haben? Das ist ja das, was Sie am Ende gesagt haben, Garbage in, Garbage out. Wer, wenn nicht wir, kann am ehesten beurteilen, welche Datenqualität wir brauchen, um vernünftige Ergebnisse dann in der Versorgungsforschung erzielen zu können. Aber das können wir nicht erreichen, indem wir am Anfang sagen, was nicht geht, sondern indem wir mit konkreten Vorschlägen vorangehen und sagen, wie wollen wir es denn bitte schön haben? Und bei allem Respekt, das haben wir jahrelang in der Standespolitik versäumt, aktiv uns einzubringen und zu sagen, so und so soll es sein. Das ist kein Futurama, was ich hier darbiete mit meiner Idee, wie eine Patientenakte zu sein hat. Seitdem, hier in Hamburg kennen es die meisten von Ihnen, die schon mal im UKI aus irgendeinem Grund da waren, wir arbeiten ja schon mit einem Klinikinformationssystem, was im Prinzip, wenn Sie so wollen, ein Vorläufer einer solchen Patientenakte ist, einer klinikeigene Patientenakte, die im Prinzip sämtliche Daten aufnimmt. Das machen wir seit 2008 oder 2009 auf dem UKE. Und wir haben trotz aller Skepsis, und ich gehörte zu den größten aller Skeptiker am Anfang bei der Einführung, und deswegen bin ich dazu verdonnert worden, als Projektmanager das einzuführen, trotz aller Kritik hat es unseren Alltag erheblich erleichtert. Und auch die Frage der Zugriffsrechte, Zugriffsnutzung, das musste über die Jahre natürlich auch korrigiert und angepasst werden, weil vieles war
auch diesbezüglich nicht berücksichtigt worden. Aber heute, 12 Jahre, 13 Jahre später, würde ich ohne dieses Ding nicht arbeiten wollen. Ich will nicht wieder über die Station gehen mit einer Mappe, mit irgendwelchen Reitern, die ich hochzähle, mit den Handschriften von meinen Kollegen vom vorigen Dienst, was ich nicht lesen kann. Sie wissen ja, wie wir schreiben. Das dient nicht der Patientensicherheit, das dient nicht dem einfachen Arbeiten des Kollegiums in den Praxen und auf den Stationen. Aber ich bin ganz bei Ihnen, wir müssen definieren, was wir brauchen, wie wir es brauchen, aber das müssen wir auch tun, das können wir nicht anderen überlassen. So, dann Herr Schreyack, Sie genau. haben keine Beispiele im 400 Seiten Gutachten. Ja, also vielleicht zu dieser Frage mit den, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir in der Pandemie relativ gut sehen, welche Studien wie zu politischen Entscheidungen beigetragen haben. Und wenn Sie sich da anschauen, welche Studien da insbesondere herangezogen wurden für politische Entscheidungen, dann werden Sie sehen, dass das zumindest in letzter Zeit ganz überwiegend Studien sind, die auf Basis von Routinedaten und oder Electronic Patient Records und oder EPA-Daten gemacht worden, insbesondere aus England, Israel und den USA, aber auch anderen Ländern, natürlich Italien und so weiter. Und also es ist so, dass sie eben nicht in jeder Situation randomisierte klinische Studien machen können. Also jetzt zum Beispiel, wenn sie schnelle Mutationen haben, wie zum Beispiel bei der Delta-Variante, dann kriegen sie das eben nicht hin. Sie wissen eben nicht, ob die Impfung tatsächlich, die BioNTech-Impfung beispielsweise, eben tatsächlich noch so effektiv ist. Und das kriegen sie nur hin, indem sie ganz schnell eben Daten ausnehmen, die sie schon da haben und dann eben tatsächlich über retrospektive Analysen Evidenz generieren. Und diese Evidenz hat eben dazu geführt, dass wir politische Entscheidungen treffen konnten. Und das haben wir in ganz großem Stile gemacht, also sei es bei Lockdowns, bei ganz vielen Dingen. Also darauf kann man tatsächlich verweisen. Aber es gibt auch viele andere Beispiele. Also Dänemark hat zum Beispiel da gute Erfahrungen damit gemacht im Bereich Arzneimittel, Pharmakovigilanz. Also die Frage, wie Arzneimittelnebenwirkungen und die ganzen Dinge, die damit verbunden sind. Für solche Bereiche ist zum Beispiel die Nutzung der EPA, kann man relativ gut zeigen, dass das eben Nutzen hat. Ne? Und auch in Deutschland gibt es ja in den letzten 20 Jahren, seit 2004 haben wir gute verkodierte Daten. Die sind natürlich immer besser geworden im ambulanten Sektor, im stationären Sektor sind sie schon länger gut. Gibt es natürlich Hunderte von und auch mittlerweile Tausende Studien, die auf Basis von administrativen Daten gemacht wurden und die auch zu politischen Entscheidungen geführt haben. Also insofern, da gibt es relativ viel Evidenz. Vielen Dank. Dann waren hier drüben auf der Seite waren noch zwei Fragen. Einmal der Herr mit dem roten Pullover direkt hier ganz vorne. Mein Name ist Karl Dahl. Das Mikro kommt noch. Ja, mein Name ist Bernd Dahm, ich bin pensionierter Professor der klinischen Psychologie und Psychotherapie an der Hamburg-Uni. Damit die Patientenakte wirklich sinnvoll ist, muss man doch vermeiden, dass dort nicht ein Datenwust draufsteht, nämlich nach völlig unterschiedlichen Kodierungen, statt GOE-Kodierung sind wahrscheinlich ICD-10 Kodierungen sinnvoller. Aber auch auch da ist ein zu grobes Register eigentlich. Und es sind intelligente Zugänge notwendig. Denn ich meine, wenn ich nun ganz speziell was wissen, ob die Depression eines Patienten schon behandelt worden ist oder nicht, dann interessiert mich herzlich wenig, ob er schon Fuß gebrochen hat. Das heißt, also, wie kann man solche intelligenten Zugänge schaffen, damit das wirklich auch praktikabel ist? Sonst sehe ich den Widerstand eigentlich. Also ich unter meinen psychotherapeutischen Kollegen sind die Widerstände nicht ganz klein, ja, gegen diese Patientenakte, weil eben man befürchtet, in dem Datenwust auch als Behandler zu ertrinken.
Ja, also ich würde tatsächlich erstmal trennen wollen zwischen Abrechnungsdaten und Diagnosen und anderen Daten, wie zum Beispiel Bildformate. Das ist ja auch für uns relevant. Zum Beispiel ein EKG, wie wird das gespeichert und in welcher Form ist es dann zum Abrufen bereit? Da sind wir beim Thema der strukturierten Daten dann am Ende, wo wir da landen. Ein Grund, warum wir manchmal auch insuffiziente Forschung haben, und da haben Sie völlig recht, Herr Dietrich, ist, aber genau, dass wir diese strukturierten medizinischen Daten ja bisher nicht zur Verfügung hatten, sodass man für viele Forschungsprojekte darauf angewiesen ist, auf Abrechnungsdaten zurückzugreifen, was die Realität der Krankheit nicht abbildet. Sie erinnern sich an unser gemeinsames Projekt, wo wir die Patienten mit Rückenleiden bewerten wollten und festgestellt haben, wir können nicht mal richtig rausfinden, wer einen Bandscheibenvorfall hat in dieser Stadt, weil das, was kodiert wird, am Ende etwas ist, was für die Abrechnung zwar relevant ist, aber die Realität der Erkrankung nicht abbildet. Also das ist ja eher dafür ein Appell zu sagen, dass wir in der Zukunft eine Art Patientenakte brauchen, die die medizinischen Bedürfnisse nicht nur der Patientin und der Patienten, sondern die Notwendigkeiten der medizinischen Versorgung und der Forschung auch besser abbilden kann. Insofern steht das gar nicht im Widerspruch, was wir gemeinschaftlich erörtern, sondern Sie tun zu Recht einen Aspekt auf, der bei den ganzen Überlegungen, die uns alle auch mitbewegt, eine essentielle Rolle spielt. Und insofern mein Appell daran, dass wir genau diese berechtigten Kritikpunkte aufgreifen für eine aktive Darstellung dessen, wie es sein soll, statt als Gegenargument, warum wir sagen, es soll gar nicht erst kommen. Es muss ja, und wir müssen ja nicht alles als Gegenargumente auffassen. Es sind ja auch, Sie haben ja auch gesagt, das Ding löst keine Probleme. Und im Gegenteil, um die Patientenakte zu lösen, brauchen Sie eine strukturierte Aufbereitung. Sie müssen, wenn Sie als Patient davon profitieren möchten, müssen Sie irgendwie zu Hause die Sachen ja richtig lesen und verstehen können. Und das sind ja alles Sachen, die haben mit der Patientenakte selber gar nichts zu tun. Das sind einfach ganz viele Anforderungen, die es braucht. Das sind ja keine Gegenargumente, sondern eigentlich Bedingungen dafür, dass es irgendwie sinnvoll verwendet werden kann. Und ich glaube, das zeigt auch, wo die Hürde ist. Ja? Das Ding muss so gut funktionieren, dass man am Ende wirklich auf einem digitalen Wege sich informiert, als Arzt, als Patient, und dass man das lieber macht und dass es effizienter ist, als wenn ich zum Telefonhörer greife und den Arzt oder den Kollegen frage, sag mir doch mal in zwei Sätzen, was ist das Wichtigste? Und in ganz vielen Situationen im Leben jetzt, wo wir digitale Wege haben, machen wir das Letztere. Wenn ich was wissen will, ich möchte es auf den Punkt haben, suche ich den Austausch am Telefon kurz. Und es ist ganz schön schwer, ein System zu designen, was im Ernstfall besser und schneller ist als das. Eben auch wegen Datenwust und allen anderen Problemen hier. Das ist eine unglaubliche Herausforderung einfach, ist total schwierig. Vielleicht noch zu dieser Thematik, das ist natürlich ein spezieller Fall bei den F-Diagnosen, bei den psychischen Diagnosen. Ich glaube, das, was Sie meinen, ist natürlich, dass Sie sehen ja dann im System, der Hausarzt kodiert dann zum Beispiel eine Diagnose, die er, der sagt dann, ja, irgendwie Depression. Dann sagen Sie als Psychologe oder der Psychiater sagt, das ist aber eigentlich eine Angststörung und keine Depression. Das ist ja zum Beispiel ein relativ häufiger Fall. Und dann haben Sie diese ganzen Diagnosen und dann hat vielleicht noch ein anderer Facharzt noch was anderes kodiert. Und was sagt Ihnen das dann, diese ganzen Diagnosen? Ich glaube, gerade in Bereichen, in denen das ICD-System natürlich auch Schwächen hat, das ist ja gerade bei den F-Diagnosen so, ist das tatsächlich schwierig. Da muss man, glaube ich, sehr, ist das tatsächlich eine sehr große Herausforderung für die EPA. Da muss man Felder entwickeln, zum Beispiel unter Umständen auch mit offenen Feldern eben arbeiten, die dann auch, wo das Ganze dann einen Mehrwert schafft und nicht irgendwie einen noch zusätzlich verwirrt. Also das kann ich gut nachvollziehen. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Krebs. Da haben Sie eben bei der in den Abrechnungsdaten können Sie die eben oft nicht gebrauchen, weil da haben Sie das Stadium gar nicht dabei. Und wenn Sie dann die EPA dazu haben, dann wissen Sie, in welchem Stadium die Patientin der Patient ist. Und das ist sowohl für den klinischen Anwendungsbereich, sagen die Onkologen, sehr, sehr wichtig, als auch übrigens für die Forschung, weil bisher können Sie da mit den Abrechnungsdaten relativ wenig anfangen. Und das ändert sich eben, wenn Sie das mit der EPA dann verlinken können. Also das ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter Anwendungsbereich.
Okay, dann war hier vorne, hat sich erledigt. Okay, da hinten ist noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Angelika Stahlbaum und ich bin Patientin. Und ich muss sagen, ich sitze nach jedem Arztbesuch zu Hause und versuche etwa das mir festzuhalten, was ich nach dem Arztbesuch für festhaltenswert halte. Gerade wenn man einen Facharzt mal gewechselt hat, dann ist das immer das Problem, das Richtige zu schildern und das Richtige auch vorzutragen. Es war ja schon Thema. Und ich wünsche mir, ehrlich gesagt, von so einer elektronischen Patientenakte, dass ich diese Leistung nicht mehr bringen muss. Im Augenblick, denke ich, kriege ich das noch so ungefähr hin. Aber bei der Anmoderation ist es ja schon deutlich geworden, der alte Nachbar hat da schon große Schwierigkeiten. Und ich glaube, je älter wir werden, umso mehr brauchen wir medizinische Versorgung, umso mehr wird das auf der Strecke bleiben. Also da wünsche ich mir einfach den Anstoß, dass ich da als Patient nicht mehr so in die Vorlage treten muss. Eine kleine Frage noch drangehängt, ist eine Differenzierung zu erwarten zwischen Patienten, die gesetzlich versichert sind und Patienten, die privat versichert sind? Machen die privaten Krankenversicherungsträger da auch mit? Herr Imami. Also meiner Kenntnis nach ja, zumal die Struktur dafür ja deutschlandweit gleich sein soll, unabhängig vom Versicherungsstatus. Anders würde es ja auch gar nicht funktionieren, wenn man die Pforte dafür aufmacht, dass jeder Teilbereich das irgendwie so macht, wie er oder sie das für richtig hält. Das würde gar nicht so funktionieren. Und umso wichtiger ist es, Sie sprechen es ja an, zugegebenermaßen haben wir so ein bisschen fokussiert die Sichtweise auf die Frage, was bedeutet es für uns als Ärztinnen und Ärzte oder was bedeutet es in der Forschung. Aber natürlich spielt es die wichtigste aller Rollen. Was bedeutet das für Sie, für uns alle, als diejenigen, die potenziell als Patientinnen und Patienten irgendwie damit auch umgehen müssen? Das heißt, die Frage der nicht nur der Datenhoheit spielt eine Rolle, sondern auch der Anwenderfreundlichkeit. Was kann ich damit anfangen? Was hat es für einen Mehrwert für mich? Da bin ich genau bei Ihnen. Da vermisse ich auch so ein bisschen, dass wir in der Diskussion diese gesamte Sicht mit einblenden. Wir laufen natürlich manchmal Gefahr, dass wir auch etwas technokratisch in der Expertenwelt das alles untereinander diskutieren, ohne dass am Ende so der echte alltägliche Problembereich auch benannt werden kann, den Sie ja zu Recht kritisieren. Herr Schreierk? Ja, vielleicht noch zu dem Thema private Krankenversicherung und / Beihilfe. Ne? Das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Ich würde zwar auch so erwarten wie Herr Imami, dass das irgendwann tatsächlich identisch sein wird, aber Pflicht ist es noch nicht. Genau, verpflichtend ist es nicht. Ja. Und der Übergang, also man muss sich natürlich vorstellen, in der privaten Krankenversicherung, die hat ja keine direkte Schnittstelle mit dem Arzt. Das ist ja immer noch nach dem, technisch gesagt, nach dem Schadensprinzip organisiert, so wie eine Autoversicherung funktioniert. Das heißt, Sie haben eine Ausgabe und die reichen Sie ein. Und damit hat die private Krankenversicherung immer nur direkt mit der Versicherten, mit dem Versicherten zu tun und eigentlich nicht mit dem Arzt. Und das ist natürlich an dieser Stelle schwierig. Ja? Ich würde doch denken, dass man das jetzt zumindest im Übergang, dass es da Vorteile gibt in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass es insgesamt nicht so ist, wie oft der Eindruck in der Öffentlichkeit ist, dass das nun jetzt die PKV irgendwie das bessere, eindeutig bessere System ist. Das ist nicht der Fall. Ne? Da gibt es jeweils Vor- und Nachteile und das zeigt eben dieses Beispiel auch an dieser Stelle. Vielen Dank. Wir haben auch noch eine Frage aus dem Netz, glaube ich. Ne? Ja, vielen Dank. Frau Kurt, gibt zwei Fragen aus dem Livestream. Die eine geht in die Richtung Datensicherheit, haben wir ja eigentlich auch schon beim behandelt. Ich lese trotzdem mal vor. Kann man es eigentlich verantworten, hochsensible Daten wie die von Patienten der Gefahr auszusetzen, durch Cyberangriffe Angriffe im Darknet angeboten zu werden, wie schon geschehen? Und die zweite Frage ist auch sehr interessant, weil sie nach dem Wie weiter fragt. Müssen wir werben oder müssen wir zuhören, wenn wir vorankommen wollen? So lauteten eben die Alternativen auf dem Podium. Aber wer ist wir? Müssen wir viele Bürger-Delphis machen oder sind Ärzte und Kassen dran?
Ich würde unheimlich gerne auch mit Blick auf die Zeit die zweite Frage beantworten als erstes. Wie weiter? Auch so ein bisschen, was würden Sie sich wünschen und wer ist wir? Das hatten wir ja auch eben so ein bisschen. Ne? Klar, die Politik muss jetzt ganz viel tun. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, wie wichtig es ist, dass, ja, dass eigentlich alle, die da dranhängen, auch ihre Ideen und ihre Bedürfnisse formulieren. Also die Ärzte müssen sagen, was geht, was wünschen wir uns und die Bürger, die Patienten auch. Und wie kriegt man das alles zusammengebunden? Also das frage ich mich auch so ein bisschen. Ja, wenn ich vielleicht anfangen darf. Also ich glaube tatsächlich, dass wir die Bürgerinnen und Bürger mehr sprechen lassen müssen an dieser Stelle. Weil wir sagen, wir hören ganz oft auch in der Fachdiskussion, ja, da sagt man, ja, die Bürgerinnen wollen das nicht. Ja, woher wissen wir dann? Gibt es ganz unterschiedliche Befragungen von unterschiedlichen Interessengruppen, die ganz zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ich glaube, da müssen wir tiefer reingehen. Deswegen fand ich auch diese Methode von ihm mit dem Bürger-Delphi so gut, weil sie eben da tiefer reingegangen sind und dann wirklich offen auch gefragt haben, wie sehen die Bürgerinnen und Bürger das. Und ich glaube, auf dem Weg müssen wir weitermachen. Und wir müssen von beiden Seiten, wir müssen stärker werben und vielleicht auch besser zuhören. Ich glaube, beides an dieser Stelle. Herr Grottke, würden Sie sich damit zufrieden geben? Ich würde sagen, wir müssen erstmal mehr, oder es muss jemand, das Angebot muss besser sein. Ich glaube, dass wir erst dann auch darüber reden, wenn wir einen gewissen Zwang haben. Weil wie gesagt, diese Patientenakte, die wir jetzt haben, die ist ja wirklich so rudimentär, dass es ist relativ aufwendig, sich das Ding zu installieren, ja, weil da muss man mehrere Apps installieren, muss sich mehrere Codes zuschicken lassen und hat dann dieses, ja, wie Sie sagten, ich weiß gar nicht, wie viele Megabyte da drauf sind, das ist also ein sehr schmales Angebot. Da muss ich mich jetzt nicht ernsthaft mit befassen. Und solange ich das nicht muss, mache ich das vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass wir erst dann diskutieren, wenn es was gibt, wo man sich ernsthaft mit befassen muss. Und zwar entweder, weil es ein super Angebot ist oder weil ich ja auch in einem Entscheidungszwang stehe, mache ich es, mache ich nicht oder so. Und da müssen wir vermutlich noch warten auf die nächsten Ausbaustufen. So lächerlich das ist, weil wir schon so lange damit zu tun haben. Aber ich glaube, in dem jetzigen Stadium, da sind wir so, wo wir jetzt sind. Da sind wir relativ theoretisch, wir wissen nicht genau, was. Es soll einfach ganz bald kommen, 2022, 2023. Selbst die Experten wissen nicht ganz genau, was da jetzt kommen soll. Ja? Und ich glaube, da müssen wir einfach jetzt tatsächlich noch länger abwarten. Und dann, wenn es so ein bisschen dringlicher wird, dann wird es auch anziehen. Ja. Hey Mami, Ihnen ist so ein bisschen das Schlusswort jetzt. Dann bringe ich doch Alpha und Omega so ein bisschen zusammen. Sie haben gesagt, Sie befassen sich seit den Nullerjahren mit diesem Thema und Sie sagen, wir haben noch gar nichts. Wie kommt es denn, gerade weil wir außer diskutieren nicht viel gemacht haben? Es kommt irgendwann der Punkt, wo man sich auch entscheiden muss, etwas zu tun und auch wohl oder übel das Risiko eingehen, dass es vielleicht auch mal Rückschläge gibt. Ohne Rückschläge funktioniert es nicht. Das können Sie als Wissenschaftler sicherlich nur bestätigen. Bevor eine Publikation rauskommt, muss man 10 Ideen verworfen haben und eine davon kommt vernünftig durch. Das ist der Idealfall auch noch. Es gibt, glaube ich, mehr Rückschläge. Und so ist es mit allen Dingen. Ich glaube, wir müssen uns auch ans Herz fassen und überlegen, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie möchten wir das haben? Und das müssen wir formulieren und dann müssen wir es auch machen. Wohl wissend, dass wir auf dem Weg bis zur Ideallösung auch mal ein paar Rückschläge erleiden und nachjustieren und nachbessern können und auch nachbessern müssen. Dessen müssen wir uns gewahr sein, aber im positiven Sinne. Wenn wir nicht nach vorne gerichtet gucken, werden wir auch nicht nach vorne kommen. Vielen Dank. Herr Schreiöck, Sie haben gerade noch so... Nö, das ist okay. Ich kann mich da vollkommen anschließen. Okay. Dann werde ich jetzt einfach mal sagen, ich beende das Ganze jetzt hier. Wir könnten wahrscheinlich noch auch 20 Jahre weiter diskutieren. Und das Thema hat ja auch noch so viele Aspekte. Wir haben auch noch nicht über Telemedizin gesprochen. Ich habe ja auch noch eigentlich ganz viele andere Fragen gehabt, aber ich fand es einfach sehr, sehr spannend, weil ich glaube, wir haben schon viele Pros und Cons und auch die Aspekte ein bisschen auffächern können, die eben an der Digitalisierung des Gesundheitssystems, was jetzt wirklich ja kommt, also muss man ja doch sagen, es ist ja jetzt irgendwie was da, auch wenn es noch sehr rudimentär ist. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen auch für die sehr angeregte Diskussion. Vielen Dank. Hat euch das Video gefallen?
Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.